Hey Leute, willkommen zum zweiten Mal von Subnautica! Ich habe etwas schon weitergezockt. Einfach die wichtigen Sachen halt eben gemacht. Also einfach wichtige Sachen halt eben. Ich habe ein paar Sachen gescannt. Es lohnt sich einfach nicht, deswegen eine Aufnahme zu machen. Hab die Fahrzeugstation gemacht. Und ja, hab etwas mein Inventar geleert. Das war's eigentlich. Das habe ich alles gemacht, ja. Ich habe schon 2 Fragmente von der Seemotte. Ich zeige es euch mal hier so. So, 2 Fragmente, mir fehlt noch 1, dann können wir die Seemotte machen. Also kommt die Frage der Fragen, wo kriege ich das letzte Fragment? Wir schwimmen jetzt einfach dahin, wo ich letztes Mal war. Wir müssen, ich weiß nicht mal genau, wo ich letztes Mal war, also ungefähr. Und dann hoffen wir einfach, dass da die letzte Fragment ist und dann wird das Ziel des Paares sein, dann die Seemotte zu machen. Also, falls ich das Fragment finde. Falls nicht, werden wir mal schauen, was wir da machen. Aber ja, aktuell, also genau das, was wir gerade machen, habe ich davor gemacht. Einfach nur geschwommen und gescannt. Wieso ich jetzt aufnehme, ist halt die Begründung, weil ihr sehr viel verpasst habt einfach. Ich habe jetzt ungefähr noch so 20, 30 Minuten gezockt, aber ja, so viel wieder mal auch nicht. Und ich bin einmal gestorben währenddessen. Luftmangel. Ich war zu weit weg. Metallschrott braucht man immer. Habe ich jetzt gelernt. Quarz kann man immer mal gebrauchen. Komm schon. Oh mein Gott. Und ich habe gelernt, sobald 30 Sekunden kommen, wäre es schlau, dieses Ding zu nehmen und hochzuschwimmen. Wegen Junge, glaub Diamant, oder? Es ist Diamant oder Quarz? Passing 130 seconds. Oxygen efficiency decreased. Oh, ist der Zufall will. Oxygen. Ja. Dieses Ding ist harmlos, ich kenne das noch. So. Runter und wieder runter. Wir werden kurz auf den gehen, okay? Wegen, soweit ich weiß, gibt es so welche Ressourcen. Also erstmal scannen, würde ich sagen. Der Riffrücken wurde gescannt. Kupfererz brauche ich sogar. Rotschirm, ja, kann man scannen. Schon. Silber brauche ich nicht. Ich brauche ja rote Wiege. Oh mein Gott. Ich töte das sogar mal. Ich kriege gerne eine Probe davon. Okay. Hast du irgendwas, das mich interessiert? Scheibenkoralle. Das könnte ich noch scannen. So. Die Koralle kann man auch noch scannen, oder? Oxygen. Was ist das? Ja, ich brauche jetzt Sauerstoff. Was ist das? Tigerpflanze. Okay, die scheint nicht freundlich zu sein. Tschüss. Aber wir sind ja hauptsächlich wegen der Seemotte hier. Da hinten, seht ihr das? Nee, das ist kein Seemottenfragment, oder? Nee, das ist Bioreaktor, oder? Oh mein Gott. Okay, jetzt wird's tief, Leute. Jetzt muss ich wirklich aufpassen auf meine Luft. Oh, da hinten ist noch so eine Höhle, die werden wir auch sowas machen. Also, wenn wir schweigen, das will ich ertrinken. Ja, das ist ein Bioreaktor, oder ist es die? Ne, Bioreaktor, safe. Seemotte! Wir haben die Seemotte. Wir werden in diesem Party Seemotte machen. Okay, aber soll ich jetzt schon YOLO rein? Ja, jetzt schon YOLO rein. Augenstängel. Schnell scannen und dann wieder hoch.
Soll ich hoch? Warte mal, ich halte schon mal das Ding bereit. Sobald diese Nachricht kommt, 30 Sekunden, bin ich bereit. 30 Seconds. Ich hab's euch gesagt. Eine Taschenlampe wäre jetzt auch nice. Da hinten gab's so einen Höhleneingang, oder? Oxygen. Ja, genau deswegen, Leute. Okay, wir werden gleich zurück. Ich muss doch dieses Teil hier. Lässt er schon mal im Voraus. Nope, hier scheint nichts. Hä, was? Schwimmen jetzt noch etwas? Nein, wir schwimmen jetzt schon lieber zurück, wegen die Seemotte muss. Wird nicht so leicht sein zu bauen. Aber ich habe die Seemotte vor den Seegleiter. Aber Subnautica allgemein macht mir mega Spaß, Leute. Ja. Wegen Subnautica ist einfach so ein Spiel, das wollte ich schon immer zocken. Kam nie dazu. Ich fand sogar am Anfang nicht so krass das Spiel, weil es kein Multiplayer war. Ich war in der Phase, wo ich einfach Multiplayer-Games geil fand, einfach. Ich hab doch schon einen Laserschneider, oder? Hallo, dann krieg ich einfach Blei. Okay. Kupfer brauche ich. Nice. Okay, wir machen uns schon mal auf den Rückweg, würde ich sagen. Von daher kommt den gleich. Ich hatte Spatenfisch, hallo. Dann nicht. Ist das ein Ei? Sandhai. Ei. 30 Seconds. Oder hinten gibt es noch Stuff? Das schauen wir uns an. Habt ihr das da hinten gesehen? Da sind zwei Korallendinger. 3, 4, 5. Oh, das sind so welche. Oh mein Gott. Das war mehr als close. Let's go. Wir müssen das schnell machen. Hier muss auch irgendwas sein zum Scannen. Hey, was ist das? Was ist das? Scan? Scannerraum. Ist mir egal, was es ist, aber Scan. Strahlung durch in der Nähe von der Aurora oder was? Scannerraumfragmente, ich glaube, das war's. Was? Eine Quantenexplosion. Seemottenfragmente, ich hab schon die, aber danke. Verkaufsautomatik, keine Ahnung warum. Das geht auch schneller, ich muss nach oben. Tschüss. Ich weiß. Ich muss die Quantenexplosion noch sehen. Schneller, 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 schneller. Bitte, sehr leise, 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 leise. Ne, ich schaff das nicht mehr. Autsch! Aber die Quantenexplosion wäre. Ja, ich hab nur ein paar Sachen verloren. Ist klar. Natürlich muss ich auch das Kopf verlieren. Plastal, keine Ahnung. Schauen Sie sich an, was ich für die Seemotte brauche. Jetzt bin ich mal gespannt. Seemotte. Titan, Glas. Glas und Schmierstoff. Okay, erstmal Glas und Spielstoff. Eins nach dem anderen, Leute. Glas und Spielstoff. Glas brauche ich Quarz. Davon habe ich genug. Und Schmierstoff kriege ich von diesen Schlingenpflanzen. Ich glaube, hier hat er es kleine Tablette. So.
machen wir mal das Glas. Fällt mir das erste Glas. Das zweite Glas. So, jetzt baue ich den Schmierstoff von den Schlingelpflanzen. Also die Krankenexplosion wird halt eben gleich kommen. Das ist halt eben das Highlight, was ich euch zeigen muss. Glas, du kommst hier rein. Steht hier, was man dafür machen muss? Scannerraum. Bioreaktor. Ich brauche das da, diese Lebensbehälter. Egal, Jodo, wo sind die Stinkpflanzen? Ich muss schnell machen. Wir dürfen nicht die Quantenexplosion verpassen. Was ist das? Danke dafür. Jetzt schnell hier weg. Wegen die Quantenexplosion wird gleich kommen und die wollen wir nicht verpassen. Wann explosierst du? Und Strahlenschutzanzug muss ich auch, mir auch noch machen. Okay, jetzt können wir uns die jederzeit anschauen. Schmierstoff. So, zwei Stück. Persönliches Ausrüstung da. Tauchflasche mit Tor. Silber, Titan. Vier Titans. Titan und vier, okay. Titan habe ich schon mal. Glas hätte ich auch. Silbererz bräuchte ich nur noch. Aber die Quantenexplosion, die dürfen wir halt eben nicht verpassen. Als allererstens. Scheiße, ich habe nicht mehr genug Quarz. Fuck. Also muss ich noch mal. Ja. Aber ich muss hier warten. Wegen Dings. Wegen der Quantenexplosion. This is Aurora. Distress signal received. Rescue operation will be dispatched to your location in 9 hours. Continue to monitor for emergency transmissions from other life pods. Okay. Muss jetzt explodieren? Nein. Ich darf nicht so weit von der Rettungskapsel wegfahren. Ja, safety first. Ich müsste halt zu einer Höhle. Aber vielleicht zu weit weg bei der Aurora, um die Explosion zu sehen. I hope you know what I mean. Nein, das ist Salz. Was? Salz, ja, Salz. Da hinten. Boy. Blei brauche ich auch nicht. Ich darf nicht so weit von der. Wie weit bin ich schon entfernt? 62 Meter. Ah, ich weiß nicht. Kupfer brauche ich auch sogar. Aber nicht das, was ich jetzt unbedingt habe. Salz. Oh, was geht mit dir ab? Der verfolgt mich halt eben wirklich. Hier kann ich meinen Schrott lassen. Oh nein.
Fabrikator. Glas habe ich ja, Silbererz. Oh Gott. Komm, Silikon. Jetzt schaue ich mal, was Stoff für mein Ding ist. So, Glas hätten wir, Schmierstoff, Blei haben wir auch. Titanbahn und Energiezelle. Brauche ich also noch. Titanbahn sollte ich herbekommen. Aber von wo soll ich die Energiezelle herbekommen? Energiezelle. Zwei Batterien. Ich habe nur einen Kupfer, oder? Ja. Aber lass schon mal craften, würde ich sagen. Ja, da sind meine Säurepilze. So. Habe ich es noch nicht gescannt? Ja, habe ich schon. Okay. So, auf dem Karlsruhe. Was brauchte ich nochmal? Genau, Energiezellen. Säure. Ah, ich kann ja gleich 4 Stück mitnehmen. 2, 3, 4. So. Das war auch eben ein Kupfer. Batterie tue ich lieber da rein. Da rein. Jetzt brauche ich daneben noch ein Kupfer. Das ist halt die Sache. Die Frage ist, ich schwimme mich dann zu weit weg. Titan, nein, Kupfer. Ich brauche Kupfer. Tja, wieso habe ich mich erschreckt? Ja, kaum explodierbar. So, Quarz brauche ich auch noch. Komm, Kupfer, Kupfer. Ja, danke, danke, danke. Tschüss, tschüss. Ich muss schnell zur Base. Ich war schon zu weit. Okay, Leute, nice. In der Aufnahme mit meinem Freund reden. Okay. Oh Gott. Ihr dürft das einfach nicht verlassen. Geräte, Ressourcen, Elektronik. Oh Gott, ich hab nicht meine Seemotze. Energiezelle brauche ich. Meine zweite Batterie. Boah, ja. Da, hab meine Batterie. Energiezelle. Das traue ich fest, sich rausschneiden. So. Und hier sollte mein Glas sein. Das, das. Achso, mein Glas war in der Base. Mein Fehler. Aber ich gibt's noch einen Namen. Die ADAS-Box. So, wir haben die ADAS-Box. Und jetzt rufe ich meinen Freund auf WhatsApp an. Warum auch? Oh, zurückrufen. Okay. Ah, Leute, ihr 1 Million Daumen nach oben. Viel Spaß. Was? Das Traurige ist, ich bin in der Aufnahme. Sagen Sie Hallo YouTube, ja, und seien Sie glücklich. Hallo YouTube, ich bin, keine Ahnung, wie ich heiße, ich bin, Mann mit dem Bart. Ich grüße euch alle. Da, ihr habt's gehört, und jetzt craften wir die freaking Seemotte. Das Ziel der Aufnahme, Leute. Nein, warte mal.
Titanbarren. Okay, Leute, dann machen wir noch schnell Titanbarren und dann craften wir die Seemotte, Leute. Und dann kann ich den Part beenden. Ich habe euch gesagt, wir bauen nur noch die Seemotte. So, Metallschrott nehmen wir gleich mit. Hast du neue Spiele gekauft? So, ich habe 3 neue Spiele gekauft. Aber... Was denn? Subnautica, was ich gerade aufnehme. Wow. Ja, ich weiß. Und halt eben noch irgendwelche Billigspiele. Warte mal. Ich brauchte doch mal einen Spiel. Ich glaube 1X Fly oder so, keine Ahnung. Okay, jetzt craften wir die Seemotte. Bitte. Oh, nee, soll ich die Aufnahme beenden? Bei der Explosion wieder. Habt ihr noch was? Oh, Leute, wir craften jetzt die Seemotte in 3, 2, 1, let's go. Oh, Errungenschaft. Nice, Leute. Oh, und ich weiß, dass man mit der Base dann seine Seemotte Farbe und Name ändern kann. Ich weiß das schon, Leute. Oh, die Seemotte. Ich muss direkt reingehen, Leute. Ich feiere dieses Gerät. Das ist so geil. Es gab ja auch dieses Upgrade-Dings noch hier. Wartet. Wo war das? Da. Seht ihr das? Erweiterungsblue. Da kann ich dann halt eben diese Upgrades da reinpacken. Okay, wo ist jetzt mein... Scanner, hallo? Hi, warte mal. Scanner! Hä, wo ist mein Scanner? Nein, da ist mein Scanner! Oh mein Gott, ich hätte ihn beinahe verloren. Ah, okay, Leute, wir steigen jetzt ein. Welcome aboard, Captain. Hallo, Siri. So, oh mein Gott. Wir haben eine freaking Seemotte, Leute. Ja, Leute, aber... Wie hieß es nochmal, diese Seemotte... Braucht manchmal auch Batterie. Ich weiß gerade nicht, wie man das auffüllen kann. So, dann steigen wir. Nein, ich muss das Licht ausmachen. Mit F, oder? Oh mein Gott! Emergency. A quantum detonation has occurred in the Aurora's drive core. The reactor will reach a supercritical Leute. State. 18 minus 10. Wir schauen uns jetzt die Explosion am Bandenfahrt. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh mein Gott! RIP Reaper, Leute, RIP Reaper. Wird er sowieso überleben? Oh mein Gott, da ist so ein Teil weggeflogen, habt ihr es gesehen? Ja, jetzt ist da Strahlung. Nice, oder? Was macht der Feuerwehr? Strahlungsanzug, schnell craften, wie geht das? Fabrikator, persönliches Ausrüstung. Fasergewebe? Was ist Fasergewebe? Schlingelpflanzeprobe. Und was brauche ich noch für den Strahlanzug? Blei. Hatte ich nicht Blei irgendwo? Alter, oh, Bichet. Okay, das ist mein Blei bei der ADHS-Box. Ja, der ADHS-Box ist hier natürlich. Warum heißt deine ADHS-Box so? Mein Name einfiel. Ja, gut. So. Gleich Ebola-Box. Ist halt so. So, wir machen jetzt noch Schlingenfanseprobe oben. Machen sie den Strahlenschutzanzug. Dann haben wir sogar noch diese Handschuhe dazu. Diese Handschuhe. Ja. Und danach suchen wir nach Stalker, füttern wir die, damit sie uns verfolgen. Genau das. Das geht auch natürlich ins Nautica. Ich weiß, Junge, das kennt schon jeder. Ja, also wer das nicht kennt, ist wirklich ein Hurensohn. Der ist wohl Brain AFK in Gaming. Leute, ihr seht, ich kann wunderschön mit der Seemotte fahren. Ich bin so scheiße. Aber nee, Leute, ich hab noch keinen Crash gemacht. Ah, da sind die Schlingenpflanzen. Okay, wir brauchen jetzt davon 2 Proben. Die holen wir uns schnell. 1, 2. Jetzt wo ist meine Seemotte? Da ist meine Seemotte. So, und jetzt fahren wir mal kurz weg. Zurück zu unserer Base. Oh mein Gott! Ich bin... Okay, danke, Spiel. Ich bin gerade mit der Seemotte geflogen. Licht aus, wir müssen Energie sparen für die Öko. Und jetzt, Leute, machen wir so den Strahlenschutzanzug und dann bende ich den Part und mache etwas und werde ohne Aufnahme dann noch was machen. Keine Sorge, Leute. Ne, warte mal, ich brauche 4 Proben, fällt mir gerade auf. Und dann vielleicht, wenn euer Gamer alle Frost sehen, alle.
was auch immer. Ich überlege ein anderes Spiel, was ich gerade spiele, aufzunehmen. Wenn er halt Lust hat, mir ist es egal. Okay, Leute, also schreibt in die Comics, ob die Lust hat auf Rearm of the Madcon. Nur ihr entscheidet es. Und by the way, ich hasse das Spiel, Leute, also. Ihr bringt mich dann dazu, ein Spiel zu zocken, was ich nicht mag. Ich auch, also ich hasse gerade auch dieses Spiel. Bin gerade mit meinem, also ich bin schon längst mit meinem Priester, der die OT-Robe hatte, gestorben. Wetten, die wissen nicht mal, was OT und OT bedeutet. Wetten, die denken so, was da was. Ja, also, wenn ihr wollt, dass ich das erkläre, sagt einfach irgendwo auf dem Redcode Day. So, jetzt haben wir den Strahlenschutzanzug. Anschließen, unsere Bildschirme gegen die Wände schmeißen, weil wir sterben und dann verlieren. Und danach werden wir es nie wieder aufnehmen. Ja, ist schon alles herplaniert. Danke, danke schön, muss ich nicht. So, wir haben jetzt den Strahlenschutzanzug, Leute. Und was habe ich davor gesagt? Genau, ich werde Partner. Also, lasst ein Like da. Vergiss nicht. Also, falls ihr irgendwas seht. Abonniert diesen Kanal. Ist wirklich super. Da wird mehr Shit-Content kommen, der niemand interessiert. Ja, Leute, also, wie schon gesagt, wir beenden den Part wie immer hier oben. Wir werden bald in die Aurora gehen. Vielleicht uns sogar das Mama-Schiff. Wie hieß es nochmal? Keine Ahnung. Craften. Ja, dann. Ciao Leute, ihr Behinderten, die mein Kram abgelaufen.